Tierversuche gehören abgeschafft. Wann? Jetzt. Wann? Jetzt. Und für wie lange? Für immer. Um den 2000 Affen, die Covens hier in Münster jedes Jahr nach unsagbar schlimmen und qualvollen Giftigkeitsprüfungen tötet und anschließend als Sondermüll entsorgt, symbolisch eine letzte Ruhestätte zu geben, stehen wir hier heute mitten in der Stadt, hier auf dem Prinzipalmarkt, direkt vor dem Rathaus und machen mit unserem Versuchstierfriedhof sichtbar, wie groß die Anzahl der jährlichen Tierversuchsopfer allein bei Covent sind. Gleichzeitig wollen wir hier mit der heutigen Mahnwache aber auch den unzähligen Tierversuchsopfern gedenken, die in Münster jedes Jahr nach hässlichen Tierversuchen getötet werden. Dabei bekannten sich bereits vor 11 Jahren, im Jahr 2010, die EU-Mitgliedstaaten in einer Tierversuchsrichtlinie erstmals zu dem Ziel, Verfahren mit lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwecke und Bildungszwecke vollständig zu ersetzen. Diese Richtlinie verpflichtet die EU-Länder dazu, die Entwicklung tierversuchsfreier Methoden aktiv zu fördern. Doch tierversuchsfreie Tests sind nach wie vor rar. Und die Zahl der Tierversuche ist skandalös hoch. Tierversuche sind einfach grausam. Schwangere Affen lassen sich nicht qualfrei vergiften. Die Tieraugen prangern diese Verharmlosung und diese Lüge an. Für die Ärzte gegen Tierversuche, die die Flächen dieser drei Busse mit diesen Transparenten ausgestattet haben, ist es ein Gebot der Menschlichkeit, tierversuchsfreie Forschung, die verfügbar ist, zu nutzen und die Entwicklung dieser humanrelevanten Methoden intensiv zu fördern. So weist der Multiorgan-Chip als weiteres Element der Buswärmung auf diese zukunftsweise Art der Forschung hin. In Sachen moderner Forschung, die weltweit boomt, passiert in Münster wenig. Auch das ist unmenschlich, weil man damit der Menschlichkeit wichtige Entwicklung für ihre Gesundheit vorenthält. Und das ist leider auch einfach dumm und nicht zukunftsorientiert. Die Universität Münster setzt trotz solcher Innovationen weiter auf ethisch verwerfliche und wissenschaftlich unsinnige Tierversuche. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat man sich nun der neuen Initiative Transparente Tierversuche angeschlossen. Dafür wurde die Website neu gestaltet, um sich offen zu zeigen. Wir haben uns die Seite natürlich genau angesehen. Wir sind auf der Startseite auf diese Fotos gestoßen. Eine neugierige Maus, die über ein Holzstück läuft. Ein süßes Babyschwein, das in die Kamera lächelt. Und auf eine IKEA-Stoffmaus, die von einer Hand mit blauem Handschuh im Nackengriff gehalten wird. Erst auf hinteren Seiten gibt es einige Fotos von Mini-Pigs beim Klickertraining, einem Schwein im MRT und Fischen im Aquarium. Aber Bilder von realen Tierversuchen, von aufgeschnittenen und blutenden Tieren? Fehlanzeige! Was bitte hat das mit Transparenz zu tun? Offiziell hat die Universität Münster im vergangenen Jahr 41.730 Tiere in Versuchen benutzt, 31.202 Mäuse, 9.610 Fische, 593 Ratten, 155 Meerschweinchen, 119 Kaninchen, 19 Schweine, 16 Schafe und 16 Affen. Diese Ignoranz, diese Macht- und Geldgier, dieser Profit auf Kosten von Mensch und Tier erschüttert uns und lässt uns einfach nur fassungslos zurück. Und deswegen sagen wir, Tierversuche gehören abgeschafft! Tierversuche gehören abgeschafft! Tierversuche gehören abgeschafft! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Und für wie lange? Für immer! Dankeschön!